für Eckart Sauren mit Adri de Vries. Alles ist startklar. 85. Dahle-Oettingen-Rennen, 1600 Meter. Boxentüren auf für unser Hauptrennen des Tages. Die fünf Kandidaten sind auf der Reise. Das kleine Feld formiert sich und in gewohnter Manier übernimmt Ernst in Spirit direkt das Kommando. Ernst in Spirit also führt vor Waldfahrt in zweiter Position. Drittes Pferd ist Wonnemond, dann der Gast aus Frankreich, Tawny Bush. Und am Ende des kleinen, aber feinen Feldes, da sehen wir Adri de Vries im Sattel von Dega. So geht es die Gegenseite hinunter. Ernst in Spirit, so hat er in Köln gewonnen, zeigt den Weg, führt vor Waldfahrt in zweiter Position. Dann ist es Wonnemond an der Außenseite vor Tawny Bush und zweieinhalb Längen dahinter galoppiert Dega am Ende des Feldes. So geht es durch den Rastatter Bogen hindurch, gleich mit Beginn der langen Zielgeraden. Ernst in Spirit führt mit Philipp Minarik, außen dann Wonnemond in zweiter Position, innen ist es Waldfahrt, dann der Gast aus Frankreich, Tawny Bush mit Olli Pellier und am Ende des Feldes, da wartet Adri de Vries auf die Chance mit Dega. Gute 650 Meter sind es noch, vorne marschiert Ernst in Spirit, frisch und munter vor Wonnemond. Tawny Bush macht sich auf die Verfolgung, dann Waldfahrt und dahinter ist es dann Dega, der hat Anschluss gefunden mit Beginn der Zielgeraden. Alles tendiert an die Außenrails. Philipp Minarik ist noch vorne mit Ernst in Spirit. Aber jetzt kommt der Schützling von Antoine Griezmann, Tawny Bush an der Außenseite. Wonnemond innen, ganz innen. Waldfahrt. Oh, da wird's mal mächtig eng. Da wurde natürlich hier jetzt einige Kandidaten irritiert. Ernst in Spirit ist vorne. Wonnemond, Dega. Tawny Bush hat überhaupt keine Lage. Dega mit Ernst in Spirit. Der ist noch vorne. Ernst in Spirit, Dega, Wonnemond. Ernst in Spirit gewinnt. Vorläufig dieses Rennen vor Dega, vor Wonnemond, vor Tawny Bush. Mann, war der unglücklich und dann Waldfahrt. So, und Sie hören die Sirene der Rennleitung. Die Rennleitung überprüft den Ausgang des Rennens. Das heißt, werfen Sie keine Wettscheine fort. Das sollten Sie grundsätzlich nie tun.